So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Ründchen zu The Fertile Crescent. Und ich wollte mir heute einfach mal gemeinsam mit euch einen weiteren Modus hier anschauen, den wir bisher noch nicht ausprobiert haben. Und zwar den Horn-Modus, der sich so ein bisschen, ja, wie ein Horn-Modus in einigen anderen, sehr, sehr anderen Spielen spielt. Und zwar müssen wir uns gegen eine Horde an Gegnern, die immer wieder kommen wird, verteidigen und eben so ein bisschen überleben. Ist im Grunde vergleichbar mit, ja, viele Spiele nennen sowas auch Zombie-Modus manchmal. Und sowas Ähnliches müssen wir hier auch hinbekommen. Und ich würde sagen, ich würde mich jetzt mal bei Familiar einordnen hier, davon, wie gut wir uns hier schon auskennen. Also wahrscheinlich realistisch sind wir eher noch bei Beginner. Aber da letztes Mal Beginner ganz gut funktioniert hat, würde ich mal schauen, ob wir hiermit ein bisschen größere Challenge vielleicht haben. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt komplett verkacken. Aber ich würde es ganz gerne trotzdem mal ausprobieren. Also starten wir doch einfach mal hier direkt rein. Erstmal brauchen wir natürlich ein gutes altes Village Center. So schnell wie möglich. So, du kannst dich schon mal ein bisschen umschauen gehen. Da hinten kommen wahrscheinlich Gegner her. Also ihr baut da ein bisschen, ihr sammelt schon mal, sehr gut. Da haben wir einen Tempel, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. So, ihr könnt euch eigentlich auch erstmal ein bisschen um Nahrung kümmern. Das wird gerade zu Beginn als erstes wichtig sein für uns. Ich weiß nicht, wie klug es jetzt ist, dorthin zu gehen, wo hier der Totenkopf schon angezeigt wird. So, du darfst erstmal ein bisschen Holz sammeln. Okay, also bisher sind sie noch nicht da. Ah, okay, da steht auch. Die erste Wave startet in knapp 400 Sekunden. Das ist sehr schnell. So früh haben wir uns letztes Mal, glaube ich, nicht um Verteidigung gekümmert. Aber diesmal müssen wir das auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir sehr, sehr, sehr schnell hier ein paar Sachen bauen, damit wir an weitere Ressourcen rankommen. So, du kannst mir einmal kurz hier ein Claypit bauen. Das werden wir dringend brauchen gleich. Das Gute natürlich hier an dem Modus jetzt ist. Okay. Häuser, bauen wir. Das Gute an diesem Modus ist natürlich, wir haben keinen Gegner, die uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ressourcen klauen oder sowas. Das heißt, wir müssen erstmal nicht so schnell uns um Felder kümmern. Naja, wir bauen schon Haus. I see, das könnte ein bisschen knapp werden. Darfst gleich sogar noch ein weiteres Haus bauen direkt. So, wo ist unser Scout? Da oben. Ja, du darfst jetzt mal da runter gehen. So, dann baust du mir direkt noch ein drittes Häuschen und dann sind wir erstmal glücklich. So, den Tempel, da müssen wir uns eigentlich auch mal zeitnah drum kümmern. So, jetzt musst du eigentlich schon anfangen, für mich am besten, ja, solche Dinger zu bauen. Die können wir uns noch nicht leisten. Das können wir uns auch noch nicht leisten. Ja, wir müssen uns mehr hier um Claypit und so weiter kümmern. Da haben wir einfach noch viel, 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 viel zu wenig. Noch eine Technologie freischalten. Woodcutting, Farming, Clay Digging, Construction and Repair. Das brauchen wir tatsächlich jetzt erstmal.
Ne? Weil wenn wir uns gar kein Gebäude leisten können, in dem wir Truppen ausbilden können, dann ist es auch egal, ob wir genug Nahrung haben, um Truppen auszubilden. Wir haben halt keine Truppen. Das müssen wir sehr, sehr schnell hinbekommen. Wir haben die Hälfte der Zeit schon rum, die wir haben. Und wir können uns jetzt so langsam ein Gebäude leisten, in dem wir Truppen ausbilden können. Nein, können wir uns immer noch nicht. Okay, wir können uns theoretisch ranged... Ah, jetzt können wir es uns leisten. Sehr gut. So, weil Nahkampf finde ich ehrlich gesagt erstmal wichtiger. Auch wenn Fernkampftruppen auch relativ stark gewirkt haben von dem, was wir bisher so wissen. So, ein bisschen Platz haben wir auch noch. Also gleich müssen wir zwar auch wieder Häuser bauen, aber... Noch geht's. Ja, am besten baust du mir direkt danach das Teil. Und dann muss ich euch hier nochmal eine Person klauen, die hier runterkommt und Häuser baut, sobald wir uns das leisten können wieder. Requires Palace to be constructed. Was kostet der Palast? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Das ist sehr teuer. So, sonst Workshop, ja, brauchen wir auch einen Palast für. Also kümmern wir uns erstmal weiterhin um ein paar mehr Ressourcen. Du darfst uns noch so ein Teil bauen. Und wir trainieren erstmal hier direkt ein paar Truppen, weil wir haben nicht mal mehr 100 Sekunden. Das heißt, so langsam wird es kritisch. So, du darfst dich da mal drum kümmern. So, am besten stellen wir euch schon mal da oben alle ab. So. Ihr dürft mir sofort eine neue Clay Pit hier bauen. Aber davon haben wir erstmal genug. Oh Gott, das sieht nicht gut in Nahrung aus gerade. Moment, ihr müsst mal ein bisschen Nahrung abbauen gehen. Du auch. Siege Armor, Mining Speed, Farming Speed, Woodcutting Speed. Medium Range Damage. Ja, das müssen wir eigentlich machen. Elite Light X-Men wäre natürlich auch cool. Aber ich würde tatsächlich erstmal das hier machen. So, wie gesagt, wir brauchen jetzt vor allem auch Leute, die sich darum kümmern. 30 Sekunden haben wir noch. Lack of Resources? Immer noch? Oh ja, Tatsache. Leute, ihr solltet doch... Ihr seid auch eigentlich am Sammeln. Was macht ihr denn? Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Geht mal da runter. Okay, die sind auf dem Weg, und zwar da oben lang. Ich hau da einfach schon mal ein paar weitere rein. Die werden wir brauchen. Ach du meine Güte, das sind hier schon extrem viele.
Okay, okay. Scheiße. Ah, shit. Die haben uns voll dran gekriegt. Das war sofort. Nein, nein, hopp, nein! Fuck. Hopp, den macht ihr fertig. Bam. Ich weiß, das ist gar nicht gut, dass wir hier uns so verteidigen müssen. Das Schlimme ist, die sind in 120 Sekunden schon wieder da. Und dann wahrscheinlich mit stärkeren Truppen. Oder mehr Truppen. Oder beides. Und die Leute sind am Starven schon. Also wir brauchen da oben eine Granary. Oh, das ist echt nicht... Wir können uns halt wirklich nichts leisten. Okay, ich habe mich extrem überschätzt, indem ich Familia genommen habe. Aber hey, ich muss auch sagen, es ist schon sehr, sehr wenig Zeit. Also... Oh, scheiße, schon wieder? Ja, toll. Können wir nicht machen gerade. Outpost. Können das Teil mal bauen. Furnace. Ihr dürft mir ein weiteres Claypit hier unten bauen. Aber ein paar Leute von euch sollten sich um Nahrung kümmern gehen. Leute, das kann doch nicht sein. Ja, wir sind sowas von gearscht. Aber so extrem, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ob können wir uns jetzt einen Palast leiten? Nein, können wir immer noch nicht. Warum haben wir hier immer noch keine Nahrung? Das kann doch nicht wahr sein. Er geht schon mal da runter, baut eine Granary. Hallo? Ihr geht da runter. Ja, wir sind under attack. Und wir haben genau einen Slinger. Oh Gott. Ah, nee, zwei jetzt. Ach, scheiße, die sind da unten. Alter, mit wie vielen Leuten sind die denn bitte da? Meine Truppen sind halt vor allem extrem langsam. Und natürlich sind wir am Verhungern, währenddessen wir angegriffen werden. Das ist halt echt... Ja, das Teil ist auch im Grunde down. Und 130 Sekunden sind wir schon wieder da. Alter. Das ist halt komplett insane. Eigentlich kannst du, nachdem du das erste Mal das verkackt hast, kannst du es sofort vergessen. Ja. Ich glaube, da müssen wir gleich direkt einen neuen Versuch starten. Weil das hier wird definitiv nichts. ...90 Sekunden haben wir, bis wir wieder da sind. Hallo, ihr sollt da runter! Ach Gott.
defeated sofort. Ah, fuck. Ja, das war kein guter Versuch, wenn wir ehrlich sind. Das war kein guter Versuch, aber hey, wir haben es zumindest erstmal probiert. Aber habe ich mir direkt gedacht, dass wir das nicht schaffen. Würde ganz gerne aber nochmal Familia tatsächlich probieren. Wir müssen halt ein bisschen schneller sein. Hallo, Bauti! Das ging ja sehr schnell jetzt. So, ihr baut das Teil fertig. Dann gehen wir direkt da überall hin. Aber ihr geht erstmal da runter und baut ein paar Dwelling. So. Die haben wir nicht mehr. So, ihr kümmert euch um Nahrung. Und euch kümmert sich erstmal eine Person darum und ein Claypit können wir direkt auch schon eins bauen da. Sehr gut. Abgesehen davon, dass wir gerade am Anfang irgendwie so 15 Sekunden verloren haben, weil ich das nicht dort bauen wollte, wo ich das wollte, glaube ich, sind wir bei einem besseren Start. Also vielleicht wird's erfolgreicher als eben. Auch wenn ich sagen muss, dass ich von der Map eben vielleicht ein bisschen mehr überzeugt war als hier. Weil da hatten wir auch so direkt ein paar Ressourcen, also ein paar Edelmetalle, ein bisschen Eisen, direkt an unserem Dorfzentrum. Und jetzt ist das halt leider nicht der Fall. Das könnte halt ein bisschen problematisch für uns sein. Da oben haben wir aber ein bisschen Eisen auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Da haben wir auch gleichzeitig weitere Ressourcen in der Nähe. So, nächste Person geht da. Nächste Person geht erstmal ein bisschen abholzen. So, da bist du unten angelangt. Dann geh mal dahin. Dann wieder jemanden bei den Dingern. Momentan können wir 22 Leute haben. Das ist nicht extrem viel. So, nächste Person muss mir erstmal ein bisschen Zeug bauen. Und zwar bräuchten wir gleich ein paar mehr Gebäude. So. Die Nahrung geht tendenziell auch gerade eher runter. Müssen wir im Auge behalten. So, dann erkunden wir mal da hoch. So, du baust mir sofort ein Haus. Nächste Person, die ausgebildet wird, kommt darüber. Ihr baut mir eine Granary dort oben. So, als nächstes darfst du mir so ein Teil dann gleich bauen. Am besten auch direkt hier unten. So. Nahrung geht wieder ein bisschen hoch. Das soll hoffentlich auch so bleiben. Können wir einen Outpost uns leisten? Dann können wir nicht. Okay, dann machst du da weiter. Clading Speed, ja. Farming Speed, nein.
Fuck. Was machen wir da? Mining brauchen wir nicht. Siege Armor, nein. Woodcutting. Ja, doch, machen wir das. Sekunden haben wir noch. Gucken wir erstmal, dass wir noch einen Outpost hinkriegen. Du darfst direkt noch ein Haus bauen gehen. So. Du gehst mir noch ein bisschen Nahrung besorgen. Okay, das wird, ich glaube, das wird auch ein bisschen problematisch. Ja, das wird ein bisschen problematisch. Ich sehe es jetzt schon. Okay, du gehst jetzt direkt da runter. Also ehrlich gesagt noch nicht. Ah, okay, das bringt er uns nur. Okay, das ist nicht so gut, wie ich gedacht habe. So, dann müsstet ihr mir Baracken gerade schnell bauen. Wir haben keine Ressourcen mehr, das ist geil. Ah, und zwar wahrscheinlich Holz. Fuck, wir brauchen halt Sekunde, ihr geht mal dahin. Ihr kommt mal alle daher. Ja, ist ja schön gut. Dann geht ihr da helfen kurz. Die Baracken müssen nämlich sofort fertig werden. Claypit können wir uns gerade nicht leisten, weil wir kein Holz haben. So, ihr geht euch einmal darum kümmern. Aber jetzt können wir uns ein neues Claypit leisten. Hopp, so zwei, drei Leute können hier wieder runter. Die gehen dahin. Ja. Ihr geht da hoch. Und die nächsten Leute dürfen sich auch alle wieder um Ressourcen kümmern. Okay, was können wir als nächstes nehmen? Ich würde das hier trotzdem nehmen. Okay, wir haben genauso viele Truppen wie letztes Mal auch. Ja, meine Leute sind wieder am Hungern. Das ist leider das, was ich vermutet habe. Wir sind aber ein bisschen mehr Leute als letztes Mal. Oh, wir werden, glaube ich, verhungern. Sagt mir Trollings, Sekunde, einer muss hier runterkommen. So, jetzt gibt es erstmal voll aufs Maul. Scheiße, die kommen dann hier aber auch mit mehr Gegnern. Wir waren mehr, die waren auch mehr. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so fair. So, der ist down. Der Villager darf mir direkt hier noch so ein Dwelling bauen. Ihr kommt da hoch. Hier brauchen wir vor allem mehr. Wir sind wieder am Hungern, das gefällt mir gar nicht.
Ihr geht mal... Wo ist denn die Granary? Hier hin und baut mir eine Granary. Du darfst mir auch eine Granary bauen. So, und du baust mir hier dieses Furnace-Teil. Ja, ihr könnt direkt dahin gehen. Das sah auch alles schon mal ein bisschen nicer aus, wenn wir ehrlich sind. Wir bräuchten da drüben mal ein paar Leute. So, du darfst noch mal ein bisschen mehr erkunden gehen. Hallo, ihr kümmert euch auch um Nahrung. Du solltest auch irgendwas tun. Okay, da steht ein Slinger. Okay, du hast ein paar Steine dabei, es ist egal erstmal. Du baust mir ein Haus. Ja, von den Slinger-Leuten haben wir genug, aber wir haben halt gar keine anderen Leute. Kannst du uns einfach durchgehend an Nahrung fehlen? Guck mal, wie viel... Warum tut ihr nichts? Ihr habt mich doch schon 17 Mal irgendwo hingeschickt. Oh, das Settlement da oben bräuchten wir, ne? Ja, wir sind an der Attack. Na, geil. Leute, ihr müsst schneller sein bei der Nahrung. Das ist viel zu wenig. So, kümmern wir uns direkt hier um eine neue Granary da unten. Ja, das hier ist nicht gut. Ja. Da bin ich leider von ausgegangen, dass das passieren würde. Aber wie krank viele Truppen die halt aber auch so schnell haben. Das ist halt schon krank. Ich bin halt aber noch nicht sicher, erwartet der Spielmodus von uns, dass wir Felder bauen, weil ich weiß halt nicht, wie sollen wir denn so schnell schon irgendwelche Felder haben? Das sehe ich halt irgendwo nicht. Also, ihr kommt alle mal da zurück ein bisschen. Feld. Da noch ein Feld. Noch ein Feld. Noch ein Feld. Ja, ich weiß, wir sind am Verhungern. Versuche ja gerade, mich darum zu kümmern. Clay Pit hier oben. Okay, wir müssen definitiv nächstes Mal einen Gang runterschalten bei diesem Modus, weil das ist echt... Ich habe ihn dann doch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Vom Schwierigkeitsgrad. Ja, das schaffen wir halt natürlich niemals.
Bauen wir so ein Häuschen. 13 Sekunden, nee. Bis dann schaffen wir es noch nicht mal aus dem Minus zu kommen bei der Nahrung da. Geschweige denn irgendwas anderes. Ja, da sind sie schon wieder. Resource Camp. So, hier eine weitere Farm. Ach, diesmal kommen sie von unten, na toll. Ach du meine Güte, wie viele das halt sind. Aber wir sind da gerade sowieso ja am Starfen, also insofern. Die können gar nicht viel anrichten, bis dann sind wir schon längst verhungert. Okay, aber wahrscheinlich müssen wir dann wirklich extrem schnell zu Feldern gehen, weil ich habe zwar immer gedacht, es wäre auch effizienter, die Fruit Trees da zu haben, aber die sind anscheinend unglaublich ineffizient. Weil so schnell, wie wir die abgefarmt haben und wie vergleichsweise wenig Nahrung wir am Ende dann tatsächlich hatten, können die halt eigentlich nur super ineffizient sein.